Herzlich willkommen, Bootsverkehr ohne Ende und ich möchte auf der anderen Uferseite angeln. Wie ich da vorgehe, erfahrt ihr in diesem Video. Ich werde auf der anderen Uferseite mit U-Pose angeln. Ich habe hier auch schon Pflasterstein und ich erkläre euch mal ganz schnell, wie fix man mit Paketband oder anderen verrottbaren Bändern sowas binden kann. Bei uns im Online-Shop haben wir riesengroße Paketschnurrollen. Ich sage es jetzt einfach mal so salopp. Ich habe hier noch ein riesengroßes Waffenarsenal, was ich mir irgendwann mal geordert habe. Also eine Schlaufe gemacht. Ja, und dann durch die Schlaufe den Rest der Schnur durchgeschlauft. Ja, dann bildet sich eine größere Schlaufe. Und jetzt gehen wir um den Pflasterstein einfach rum. Und das Wichtigste ist, ihr seht hier diesen Knick, der sich in dieser Schlaufe bildet. Den nutzen wir, rollen drumherum um den Stein und setzen in der Schlaufe ein, wo wir praktisch angefangen haben zu wickeln. So, richtig schön festziehen. Jetzt das Wichtigste, alle Schnüre nehmen, die wir haben. Ja, alle Schnüre einmal unten durch. Schlaufe bilden lassen und richtig gut festziehen. Ja, und dann zieht es sich schon noch mehr fest. Und jetzt machen wir einfach noch mal so ein paar Haushaltsknoten. Und dann ist die ganze Sache schon erledigt. Fertig ist der gebundene Stein. Jetzt kommt unsere Abreißleine ins Spiel. Und da ist wieder das Wichtige. Wir führen sie durch alle Schnüre. Nicht durch eine oder so, sondern wirklich durch alle. Einmal durch. Dann hat sich wieder die Schlaufe und das schlauft man wieder bloß ein. So, voilà, fertig ist der gebundene Stein. So schnell kann es gehen. Und dann bringe ich mit euch die Routen raus und erkläre euch, wie man da am besten vorgeht. Wir brauchen mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Steine. Den ersten hake ich hier ein. Zack. Ja. Und jetzt auf den Echolot gucken. Jetzt suche ich mir eine Kante. Haben wir schon mal garantiert, dass die Boote schön drüber fahren können. Die Schnur, die Leine geht unten auf den Grund lang. So einfach kann Absenken sein. Jetzt können die Boote schön immer drüber wegfahren und ich brauche keine Angst haben, dass die Schnur einkassiert wird von der Schiffsschraube oder dergleichen. Und ich kann vor allen Dingen auf der anderen Uferseite angeln, ohne Angst haben zu müssen. Für mich heißt es jetzt Ruhe reinkriegen hier, Armbrot essen und hoffen, dass ein Fisch beißt. Thank you.
So kann es mit Absenken funktionieren. Angeln auf der anderen Uferseite. Ihr habt gesehen, was für ein schöner Fisch da eingestiegen ist gerade. Ja, sollte euch dieses Video gefallen haben, liken, kommentieren und dürft ihr natürlich auch teilen. In diesem Sinne, wir sehen uns. Ciao, bis dann.